Servus beim Waffenhof. Grüß euch. Wir haben heute wieder ein spannendes und seltenes, interessantes deutsches Thema für euch. Und zwar haben der Alex und ich beschlossen, wir machen ein kurzes Video über den Gebirgsjägerkarabiner, der vielleicht einigen Sammlern unter euch ein Begriff sein sollte, aber erst dennoch vielen Schützen oder vielen Sammlern eigentlich fast zur Gänze unbekannt. Zumindest sind wir in letzter Zeit auch mit einigen Sammlern und gerade jungen Sammlern zusammengekommen, die dann eben gefragt haben, was ist das für ein Gewehr, das kenne ich gar nicht und so weiter. Und deshalb haben wir gesagt, machen wir heute ein kurzes Video darüber, weil es ja doch eine Besonderheit ist im Vergleich zum Standardkarabiner 98. Geschichtlich gesehen ist es bei einem Gebirgsjäger interessant, weil es war eigentlich ursprünglich nicht eine rein deutsche Entwicklung oder sagen wir eine rein deutsche Produktion, sondern abstammen oder zumindest die Grundidee vom Gebirgsjägerkarabiner kommt eigentlich vom tschechischen VZ33, also von einem Polizeikarabiner, von einem tschechischen, der im Grunde vor dem Zweiten Weltkrieg, also in der Vorkriegszeit hergestellt wurde. Und war grundsätzlich auch sehr markant mit derselben Gesamtlänge, mit derselben Lauflänge und auch derselbe Lauf. Weil beim Gebirgsjägerkarabiner ist das interessant, das Feldzugprofil ist gleich breit, nicht so wie bei den Standardkarabinern oder bei den Standardpistolen und so weiter, sondern beim Gebirgsjägerkarabiner und beim VZ33 ist es eben, das Feldzugprofil ist gleich breit, das macht es eben auch aus. So kann man oft hier kleine Unterschiede feststellen und oder so weiter. Oder auch Fälschungen. Und so fort. Genau, oder auch Fälschungen. Weil bei vielen wird einfach von einem normalen 98er der Lauf verwendet, dieser hat aber nicht eben gleich breite genau. Feldzüge. Hier haben wir zum Beispiel eben einen Standardkarabiner, ein ganz normaler K98K, und hier haben wir den Gebirgsjägerkarabiner. Er ist markant kürzer, grundsätzlich ist 10 cm genau, Lauflänge. Circa 10 cm Lauflänge kürzer, grundsätzlich ist das ganze System leicht anders. Zum Beispiel ist die Hülse auch wesentlich dünner gebaut, um Gewicht zu sparen. Weiters wurde eben auch der Kammerstenkel unter anderem ausgehöhlt, um auch Gewicht zu sparen und so weiter. Und generell ist das Gewehr eigentlich auch grundsätzlich um einiges leichter. Also man merkt es schon zwischen einem Standard 98er und einem Gebirgsjäger. Es ist schon, es sieht zwar nicht viel aus, aber man merkt es extrem. Interessanterweise ist die Visierung auch anders, gerade angeschrieben bis 1000 Meter, was beim 98K wieder anders ist, der ist angeschrieben bis 2000 Meter. Und grundsätzlich ist es beim G3340 auch sehr markant, weil er bei der Hülse auch dementsprechend die ganze Bezeichnung drauf hat, eben G3340. Hergestellt wurden die Gebirgsjägerkarabiner ausschließlich in den Brünnwerken. Also nur bei den Tschechen. Genau, nur bei den Tschechen mit der Kodierung 945 und DOT, also DOT fürs Brünnwerk. Ja, von 1940 bis 1942 mit der Kodierung 945 und ab 1942 die letzten Stück dann mit DOT. Genau. Was auch markant ist beim Gebirgsjäger ist dieses Stahlblech. Das hier ist eigentlich das Markanteste. Das ist eigentlich ganzen, das Markanteste. Vom ganzen Gewehr. Genau, hat im Grunde den Sinn gehabt, wenn zum Beispiel ein Gebirgsjäger das Gewehr als Wanderstock verwendet oder sonst irgendwas und mit den rauen Bergschuhen am Schaft vom Gewehr streift, dass er diesen eben nicht abschlägt, sagt man zumindest. Aber ich denke, es hat auch noch andere Hintergründe, warum hier eben der Schaft hinten verstärkt wurde. Wenn ihr es wisst, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Aber der bekannteste Grund für diese Stahlblechverstärkung ist eigentlich eben wegen den Stiefeln, dass der Schaft nicht sofort so beschädigt wird. Genau. Im Grunde vom System her ist es aber gleich wie ein normaler 98er. Komplett gleich. Wird euch der Alex hier kurz zeigen, wie das mit dem Verschluss und so weiter funktioniert. Ja, wie gesagt, beim 98er hatten wir sogar schon mal ein Video dazu. Wenn euch das interessiert, der Link dafür ist in der Beschreibung. Und im Grunde gibt es da nicht viel zu sagen, außer die Visierung ist nicht ganz aufklappbar beim Gebirgsjägerkarabiner. Man kann sie aber dennoch trotzdem ganz normal verstellen wie beim 98er, beim K98K. Den Verschluss rauszunehmen oder auseinanderzunehmen ist eigentlich im Grunde komplett gleich wie beim Standard-Karabiner K98K. Auch ein 5-Schuss-Magazin, wie wir es kennen. Und das ist eigentlich die ganze Klassik. Interessanterweise wurden beim Gebirgsjäger auch nicht alle Teile mit der Nummer bestempelt, sondern eigentlich nur die waffenwesentlichen Teile. Die wurden eben nummeriert und der Rest ist eigentlich unbestempelt. Was man so von den normalen 98ern eigentlich nicht kennt, denn die haben ja überall die ganzen Bestempelungen, außer eben spätere Kriegsfertigungen, wo dann schon eingespart wurde. Ja, dennoch haben die Gebirgsjägerkarabiner auch die Waffenamtsabnahmen hier am Pistolengriff unten
Und wie man es bei unserem Stück sehr schön sehen kann, die dreifache Abnahme noch am Schaft. Auch schon sehr schwer zu bekommen, weil die meisten sind einfach entweder abgeschliffen oder mal überarbeitet worden oder man kann die Stempel überhaupt nicht mehr erkennen. Also oder umgearbeitet. Unter anderem wurden ja später in Norwegen sämtliche Gebirgsjägerkarabiner für die Polizei verwendet. Ja. Hierzu haben sie eben seitlich die Hülse abgefräst und Politi reingestempelt. Das war nichts anderes als eben die Bezeichnung für einen Polizeikarabiner. Ist sozusagen zwar schön, wenn ich ihn habe zum Schießen, aber es ist eigentlich es ist nicht mehr so richtig original. Genau, es ist eigentlich die Waffe somit sammlertechnisch entwertet. Aber das kommt leider immer wieder vor. Naja, viele oder sagen wir einige, mit denen man schon gesprochen hat, die ihn unter anderem geschossen haben, jammern oft oder sagen, ja, er donnert dir so gewaltig einen bei der Schulter runter. Ich persönlich finde es jetzt nicht so schlimm und es macht eigentlich eher mehr Spaß. Macht eigentlich Spaß. Man sieht es auch, wenn du ihn schießt und deshalb schauen wir uns das kurz im Schießstand an. So, wie bereits von der Theorie in die Praxis. Ich meine, im Grunde ist eigentlich der Gebirgsjäger-Karabiner von der Bedienung her nicht anders als ein Standard K98K. Ist eigentlich dasselbe System, wie bereits gesagt. Es ist halt nur einfach ein kürzerer Lauf. Vom Rückstoß ist er merklich ein bisschen schlimmer, würde ich sagen. Aber lustig zu schießen und ich mag das Gewehr sehr gerne. Verschossen werden Standard PPU Vollmantelpatronen. Also eigentlich nichts Besonderes. Wie beim Standardmodell von oben, 5 Schuss laden, im Anschluss repetieren und man ist feuerbereit. Ah, geschossen wieder 25 Meter. Ja, der macht schon ein bisschen ordentlich mehr Wumms. Ja. Aufgrund von dem rauen Lauf kann es leicht sein, dass die Schüsse nicht alle Loch in Loch sind. Was durchaus keine Seltenheit ist. Ja, probieren wir noch 5. Also vom Rückstoßverhalten her ist er sogar ein bisschen, also im Vergleich hat er ein bisschen mehr Rückstoß als der kurze Nagant. Patrone ist doch ein bisschen größer, aber wie gesagt, ich finde es voll witzig zum Schießen. Teilweise sieht man es auf der Scheibe schwer, auf 25 Meter. Und abgefeuert. Gehen wir mal schauen, wie die Trefferlage auf 25 Meter ist. Okay, also 25 Meter, das Visier ist ein bisschen verstellt. Ist im Grunde aber bei den 98ern oft, dass es einfach vorkommt, dass sie im Einsatz einfach benutzt wurden, dass sich das Korn etwas verstellt hat. Also eigentlich keine Seltenheit, dass man oft Trefferabweichungen in der Seite mit den alten Karabinern hat. Aber naja, 25 Meter für eine nicht so gute Auflage finde ich das eigentlich in Ordnung. Mir macht der Gebirgsjägerkarabiner einfach sehr viel Spaß. Für mich ist er der interessanteste K98 so gesehen oder das interessanteste 98er Modell, weil er einfach selten ist. Er ist super führig, super kurz und er hat einfach ein bisschen einen Wumms. Und ich finde, man darf bei 857er darf man den Rückstoß schon mal spüren. Also für mich ein wirklich interessantes Gewehr. Was ihr davon haltet, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Lasst gerne ein Like da, abonniert uns gerne und ich würde sagen, in diesem Sinne, bis zum nächsten Video.